So, hier war der Stein der Philosophen. Genau, und hier war der Teleporter. Und dann wären wir natürlich wieder hier. Und ja, hier war das Secret. Aber ansonsten mal die Fackel wechseln. Ich hoffe, wir bekommen demnächst auch einen Lichtzauber. Nee, das war nur für das Secret. Da oben ist ein Schacht auf jeden Fall. Also wäre das sozusagen ein alternativer Ausgang, wenn man wüsste, wie man da hochkommen würde. Klettern kann man wahrscheinlich nicht, nö. Dann hätte ich nämlich gesagt, man klettert die Ketten hier hoch. Aber jetzt müssten wir uns direkt unter diesem Ding befinden. Unter diesem sprechenden Schädel. Ne, da komme ich nicht drauf. Gut, wieder raus. Das war übrigens das Secret hier mit meinen Mumienfreunden. Und dann heißt es wohl wieder ab nach oben. Ja, das Rätsel mit dem Schild und das mit dem Gesicht, das stellen wir mal hinten an. So, hier lang. Der Butler ist sowieso echt stark. Evasion plus 2. Naja. Ah, falscher Weg. Und ja, gut, dass ich den Oldschool-Mode nicht anhab, sonst würde ich mich ständig in den Dungeons verlaufen. Hier ist es eingestürzt. Ja, auf das Ding komme ich nicht klar. Hier haben wir nämlich die Nachricht gefunden gehabt. Aber hier ist einfach nichts mehr. Ist wahrscheinlich wirklich nur eine Nachricht darauf, dass es hier rausgeht. So. So, wir sind wieder am Tageslicht. Und können dann ja jetzt erst noch mal kurz in diese Truhe gucken und die Blowdart da lassen. Und dann weitergehen. So, hier haben wir jetzt endlich das neue Gebiet. Hier oben wäre eigentlich noch was gewesen, aber da kommen wir von da aus nicht hin. Ja. Das klingt schon wieder so komisch. Hier ist schon mal nichts. Hier ist auch nichts. Da könnten wir uns durchhauen. Was immer auch da ist, es scheint irgendwie näher zu kommen. Aber ich sehe hier nichts. Oh, eine Stachelfrucht. Okay, gucken wir erstmal zu dem Gemäuer. Ja. Wow. Also erstmal hallo Riesendrache mit einem Grimrock-Bewohner und hallo
Quauwons. Euch habe ich ja sowas von nicht vermisst. Komm, kriegst mal Bash. Wow, der hat aber Schaden gemacht. Ey. Okay, zwei von euch können garstig sein. Naja, sie gehen einigermaßen noch. So, einer ist weg. Kann ich hier irgendwo tanzen? Hier kann ich tanzen. So, schlaf mal eine Runde. Und ich kritte dich währenddessen. Ja, das Schlafen ist manchmal echt nützlich. Ja, noch mehr, warum nicht? Au. Ja. Ja, komm her. Einmal daneben. So, weg. Ich wollte eigentlich nur da drüben hingucken. Da wäre schon mal ein blauer Kristall. Ja. Ich würde gerne hoch. Ich würde nicht gerne mit Schildkröten im Wasser kämpfen. Ah, Leiter, 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 hoch, hoch. Oh. Heilige. Okay, man kann ins Wasser fallen und sterben. Und mit einem kühnen Auge oder einem und scharfen Zielen sind sie eingetreten. Okay. Wieder ein Rätsel. Ich würde ja eigentlich gerne darüber. Also da wird mir schon meine Leiter angezeigt. Gut. Ich würde ja gern zu dem blauen Kristall da drüben kommen. Also nochmal runter. Aber nee, das bleibt mir hier wohl verwehrt. Wow. Au. Schnell hoch. Und die weg von den Krächzen oder den Quauwurns. Und mich mal kurz irgendwo hochheilen. Essen sieht noch einigermaßen gut aus. Folgt ihr mir ins letzte Gebiet? Ich hoffe mal nicht. Nein. So, du kriegst ein Steak. Ihr seht beide noch einigermaßen gut aus. Du kriegst auch ein Steak. So. Was heißt das für uns? Also wir hätten hier erstmal einen Haufen Gebiete im Wasser, die wir erkunden könnten. Ich würde eigentlich ganz zu dem blauen Kristall kommen, aber das ist mir ja wohl verwehrt. Sleet Island, Trickwood Forest ist im Westen, da kommen wir her. Da ist noch ein anderes Gebiet. Aber zu dem kommen wir eben noch nicht hin. Zu dem blauen Kristall dort. Wir können hier halt noch überall rumtauchen. Und uns halt mit den Quauwurns hier anlegen. Daneben schießen. Beziehungsweise daneben schlagen. Ich habe ja geschlagen. So, schicke ich dich mal schlafen. Okay, das hält bloß, bis ich einmal zugehauen habe. Wow. So, einer weg. Bleibt noch der andere. Wow. Was heißt hier eigentlich Out of Energy? Normalerweise müsste ich das benutzen können. So.
Genau. Und weg mit dir. So. Also da hinten könnte ich mich durchhacken. Da drüben ist noch ein Quavern. Ah ja, okay, jetzt weiß ich, was die Geräusche macht. Schreien des Schmerzes. Nein. Da drüben wäre schon mal wieder... Da wäre eine Leiter. Da wäre ein Weg über den Fluss. Und wieder nichts. Also ja, wir haben nicht viel Möglichkeiten, sehe ich. Na doch, haben wir schon einigermaßen Quavern. Da können wir nicht durch. Da haben wir nur was aufmachen können. Es ist halt auch schwierig, Leitern zu sehen. Oh. Die Kiste unter Wasser. Kommt mal mit. So, und einmal die Leiter hochklettern. Was ist da drin? Ein Goldschlüssel. Eine Lederhose. Du hast schon. Du hast noch gar keine Hose. Jetzt bist du aber ziemlich gut gepanzert. Du kriegst ja eh, glaube ich, Trades einen Bonus, oder? Plus 1 Protection per Level. Ah ja. Okay. Aber nee. Man sieht Leitern außerdem nicht so gut. Also ich habe nicht viele Möglichkeiten. Da komme ich nicht durch. Ich könnte durch den Schrein des Schmerzens. Ich könnte mich im Wasser weiter umsehen und dort Sachen sammeln. Aber eigentlich möchte ich erstmal speichern gehen. Hier komme ich auch nicht durch. Nein. Nö. Also habe ich wirklich nur die Möglichkeit, mich im Wasser umzusehen, durch den Schrein zu gehen oder hier hinten mich durch die Wurzeln durchzuschlagen. Ich glaube, die Wurzeln gucke ich mir kurz noch an, was dahinter ist. Und dann gehen wir... eine Truhe. So, was haben wir da drin? Eine Chestplate. Protection plus Energy. Aha. Bringt aber keinem von uns was. Und eine Fackel. Hä? Ah ja. Okay, jetzt ist die Fackel. Ah, die geht unter Wasser natürlich aus. Okay, dann haben wir wirklich nur noch den Schrein des Schmerzens und die Gebiete im Wasser. Also würde ich mal sagen, ich mache mich mal kurz auf den Weg zum letzten Speicherkristall. Speicher kurz ab. Und ja, wenn wir schon hier sind, packen wir die Rüstung damit rein. Die kann nämlich keiner von uns gebrauchen. Bitte nicht verlaufen. Der ist, glaube ich, näher, oder? Ne, ich gehe zu dem an Land zurück. Weil ich will jetzt speichern und dann einen Cut machen. Fürs Erste. Nein. Hier lang. So, und dann werden wir uns beim nächsten Mal dann da ordentlich umschauen. So. Einmal speichern.
LP019 und dann ist das gut. Dann sage ich bis gleich.